Hallo und herzlich willkommen bei Tinkertubes Lab. Heute haben wir mal ein kurzes, spontanes Mini-Video-Review. Und zwar habe ich hier von der Firma Applic dieses kleine LED-Vorschaltgerät, also so eine Art Konstantstromnetzteil, für 12 Volt LEDs erhalten. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal, wie man mit dem Teil umgeht und was das Ding so kann. Es ist ausgelegt für eine Netzwechselspannung von 230 Volt, also wie wir sie zum Beispiel in Deutschland haben. Dabei ist es egal, ob wir 50 oder 60 Hertz haben. Entsprechend sind auch 230 Volt Länder, welche 60 Hertz Netzfrequenz anbieten, für die Betreibung dieses Netzteils geeignet. Erhalten daran einen Ausgang von 12 Volt mit 1,2 Ampere Strom. Entsprechend können wir da grob 15 Watt dran anschließen. Und der Anschluss an sich erfolgt dabei ziemlich simpel. Wir haben vier Schräubchen, diese lösen wir und entfernen diese Kunststoffkappen. Und schon haben wir einen perfekten Blick auf die Anschlussterminals, die hier übrigens ganz hervorragend beschriftet sind, was wo angeklemmt wird. Das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. An der Seite haben wir die entsprechenden Schraubterminals. Wir sehen sogar, dass es welche mit den Laschen sind. Das heißt, wir bräuchten für unser Kabel theoretisch nicht mal eine Ader-Endhülse auf den Drähten. Ich habe das bei mir hier schon vorbereitet mit Ader-Endhülsen und werde diese entsprechend auch verwenden. Das schadet auf jeden Fall nicht. Verwenden werde ich hier ein ganz stinknormales Stromkabel mit so einem Fußschalter dran, weil ich möchte das Ding gerne hinter meinem Schrank verbauen, wo ich nicht jederzeit an die Steckdose herankomme. Ja, zur Montage des Kabels gibt es eigentlich so nicht viel zu sagen. Die Ader-Endhülsen bzw. die Litzen einschieben. Nach Möglichkeit vorher die Schraubterminals ein bisschen öffnen. Wir verwenden dazu einen stinknormalen Schlitzschraubendreher. Kabel reinschieben und zuschrauben. Das Ganze für beide Anschlussklemmen. Bei uns in Deutschland ist es ja relativ egal, wo wir L und wo N anschließen, weil, naja, unsere deutschen tollen Stecker sind jetzt nicht so super verpolungssicher, weil ob ich jetzt den so rum einstecke oder so rum, macht jetzt nicht wirklich viel Unterschied. Es verpolt aber L und N im Endeffekt, von daher, da müssen wir jetzt nicht so sonderlich drauf achten. Sehr schön zu sehen, dass die Dinger identisch sind. Das heißt, wir müssen nicht mal groß darauf achten, was wo ist. Zur Zugentlastung sind hier diese Zähnchen angebracht. Ich zeige das nochmal. Diese beißen sich ein bisschen in das Kabel. Wie man gerade gesehen hat, so sollte es natürlich nicht sein, wenn hier die Adern frei liegen. Deswegen biege ich das nochmal ein bisschen hier rein und mache das Ganze so, dass sich das seitlich da drauf beißt. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Das funktioniert und das ist eine wirklich gute Zugentlastung, muss ich schon ehrlich zugeben. Das zieht man nicht so ohne weiteres daraus. Dann die Seite wieder zuschrauben. Anderes Schräubchen. So, und das war schon mal die Netzeingangsseite. Wir wechseln einmal schnell zum Schrank unserer Begierde. So, hier haben wir jetzt das alte Netzteil von meiner Schrankbeleuchtung. Leider kann ich das nicht weiter rausziehen, deswegen werde ich das einfach mal hier an dieser Stelle trennen, damit wir überhaupt eine Chance haben, irgendwas zu sehen. Das Kabel davon wird abisoliert. Dann kommt das Ganze an unseren Ausgang ran. Auch hier ist sehr schön beschrieben, welcher woran kommt. Wir verwenden hier V+ an diesen und V- dort. So. Wie gesagt, erfreulicherweise handelt es sich hier um die Anschraubterminals mit den Laschen drin, dass man auch Drähte ohne
Aderendhülse verwenden kann. Das erleichtert es mir jetzt hier gerade, da muss ich nämlich nicht auch noch mit Aderendhülsen hier hinter dem engen Schrank rumfummeln. So, die sind dran. Ich zoome noch mal ein klein wenig ran, dass man das besser sehen kann. Na, beide verbunden. Dann kommt wieder diese Knickentlastung da drauf. Zugentlastung natürlich. Festschrauben. Und anschließend wird das ganze Modul montiert. So, ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Ich habe vor, das Modul, was ja über zwei Laschen zur Montage verfügt, ungefähr, am besten so, ungefähr so zu montieren, dass es hier einerseits in die Kante vom Schrank schraubt und andererseits hier in die Unterkante. Dazu werde ich vorher einmal diese Schraube der Rückwand entfernen. Übrigens entschuldige mich, falls ich in die Kamera schnaufe. Mein Kopf ist gerade ziemlich genau neben dem Mikrofon. Das könnte sich ein bisschen merkwürdig anhören. So, vorher werde ich einmal mit ein bisschen Heißleim das Ganze schon mal grob befestigen, wo es hin soll, damit es hinterher mit dem Anschrauben einfacher ist. So. Und so. Kurz warten, dass es trocknet. Das sollte trocken sein. Und dann schrauben wir den Kollegen fest. Nummer 1. Und Nummer 2. Das ist fest und sollte nicht mehr ohne weiteres abgehen können. Und ja, das war im Endeffekt schon die ganze Montage. Dann schieben wir den Schrank mal wieder ran. So, dann wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Ich ziehe den mal ein bisschen hier hervor, den Fußschalter. Da hat man es gerade schon gesehen. Und man hat gesehen, es kam ein bisschen Licht. Und hier ist unsere aktivierte Beleuchtung. Eigentlich simpel, aber wie ich finde, äußerst effektvoll. Bis dahin, euer Ischelf hier.